Crusaders, that star-spangled banner yet waves o'er the land of the free and the home of the Liebe Freunde, liebe Finder, liebe Friends, liebe Fuckers, liebe Fuckies, liebe Fuckrinos und Fuckrazis, herzlich willkommen zur neuesten Episode von Stricker TV. Die Sendung, wo sich der Host vorkommt, wie ein Müllrad, nur seit Monaten immer die gleichen Sachen, zwar immer in verschiedenen Variationen erzählt, aber doch immer wieder die gleichen Wahrheiten zu Tag fördert und sich immer nur im Kreis drüllt. Weil die Fakten sind alle da. Das Einzige, was nicht passiert, es findet einfach keinen Halt. Es greift Wasser von der Wahrheit, aber obendrauf ist immer leer. Und das Mühlenrad ist nicht gebrochen. Und meine liebe zwei, liebe Fuckers, hat keinen Sinn. Und das Fähnchen am Guckisberg und das Simmetanz Jockeli endet am Berg. Es ist eben ein Mensch auf Erde und ich will bei ihm sein. Vielleicht das schönste Schweizer Lied von allen Zeiten. Und dort ist das Müllerrad gebrochen, aber Stricker TV ist ungebrochen. Weiterhin unterwegs für euch auf der Suche nach der Wahrheit. Wir haben sie gesucht. Wir haben sie eigentlich auch gefunden, zumindest partiell. Aber eben die Leute wollen sie nicht annehmen. Sie wollen in die Panik leben. Sie wollen Furcht haben. Und der Furchtporno wird pausenlos beliefert. Schaut da. Neue Hotspots, neue Furcht. Zum ersten Mal müssen die mit den Kreisen Gütersloh und Warendorf zwei Regionen in Deutschland erneut in Lockdown und die nächsten kratzen schon an den entscheidenden Grenzwerten. Ja, gut, die Autoren kann man streichen. Mit einem Statistiker, den ich als befreundet betrachte, der mich im Hintergrund bedienen mit Wahrheiten, hat mir das hier geschickt. Wenn ich mit Leuten rede, sage ich einfach, das normale Sterberisiko ist X. Das Risiko zu sterben mit einem positiven Corona-Test ist Y. Außerdem gilt X gleich Y. Und dann sagt er dem Gegenüber, beweist man das Gegenteil. Und die meisten können ihm nicht mal folgen. Und so habe ich eine Win-Win-Situation geschaffen. Ich konnte sagen, was ich wollte. Und sie haben wenigstens einmal etwas Schlaues zu Corona gehört. Ist das nicht wunderbar? Genau so. Etwas Schlaues zu Corona zu hören, mittlerweile immer häufiger in der NZZ, vielleicht am nächsten Sonntag. Dort werde ich ja porträtiert, das ist übertrieben, aber ich werde quasi als Alternative zur Tagesschau präsentiert. Anscheinend, wenn das bleibt. Bis jetzt ist ja, wenn ich immer wieder Massenmedienanfragen bekomme, wenn es dann Publikation gegangen ist, habe ich halt doch nicht so gut das Narrativ gepasst, oder? Weil ich weder Panik geschürt habe, noch als Verschwörungstheoretiker die Angaben geliefert haben, die sie erwartet haben. Aber damals habe ich ein gutes Gefühl. Aus dem Grund bin ich auch vorab schon mal lesen, die Artikel oder die Abschnitte, die meine Person betreffen. Und ich nehme mal an, sie haben den Anstand, das nicht mehr zu ändern. Ich glaube, das ist sogar fast Pflicht, zumindest meine Zitate. Und da bin ich sehr, sehr einverstanden. Also da könnte ein guter Artikel werden. In der NZZ war, glaube ich, gestern, letzte NZZ am Sonntag, Entschuldigung, ist ein super Artikel drin gewesen, wo die ganze Geschichte hinterfragt wird, wo man mit dem Hexenprozess und so verglichen hat, Corona-Zeit vergleicht. Und am Schluss müssen wir sagen, voller Demut, wir wissen eigentlich nicht, was wirklich ist. Wirklich komplett versteht. Zum Beispiel, ich nehme gerne das Beispiel Klimawandel. Oder alle haben die ganze dezidierte Meinung zum Klimawandel und die allermeisten sind ganz klar der Meinung, A, der findet statt, B, er findet wegen der Menschen statt, C, er ist reversibel, D, wir müssen es reversibel machen und E, es ist finanzierbar.
Und F, wer anderer Meinung ist, ist ein Vollidiot. Und jetzt kann ich euch fragen, aufgrund von welcher Basis hat die absolute Mehrheit der Leute die Meinungen A, B, C, D, E, F, was immer? Aufgrund von welcher Basis? Wie ich behaupte, es hat die allerwenigsten Klimaforscher, wenn überhaupt ein Klimaforscher, aber sicher die allerwenigsten unter den Klimaforschern, haben wirklich Kompetenz, das durch eigene Expertise zu begründen und durch eigene Expertise feststellen, was wirklich ist. Zumindest zu einem Grad, dass, ja, dass die Restzweifel mehr oder weniger ausgeräumt sind. Sehr schwierig, das zu machen. Kann man sagen lassen, es ist sehr, sehr schwierig, die durchschnittliche Temperatur auf der Erde heute festzustellen. Weil das Meer ist ein Energiespeicher, das heisst, er speichert Wärme. Und es kann sein, dass die Luft auf der Welt wirklich ein bisschen kühler ist. Aber die Meer, die 2/3 von der Erde bedecken, glaube ich, oder noch mehr, keine Ahnung, 3/4, die speichern Wärme. Und wie wollen wir denn überall auf der ganzen Welt die Temperatur vom Meer eruieren? Mit den Strömungen und allem drum und dran. Extrem schwierig. Und darum ist so eine Trivialität wie temperaturmässig nicht eben trivial, sondern hochkomplex. Und das ist ja das absolut primitivste Fundament der ganzen Klimadiskussion. Jetzt sage ich nicht, nein, ich sage nicht, der Klimawandel findet nicht statt. Ich sage nicht mal, er ist nicht menschgemacht. Ich sage nicht mal, man soll nicht umkehren. Aber ich kann sagen, man kann es nicht wissen. Man kann es nicht wissen, außer man glaubt Wissenschaft. Und Wissenschaftler glauben und wissenschaftlich denken sind zwei Paar Schuhe. Also nur weil sich jetzt die Leute auf 97% der Wissenschaftler berufen, ist das kein Beleg für nichts. Und gerade wir Corona-Skeptiker haben das gemerkt. Was würde denn heute passieren, wenn ein renommierter Wissenschaftler plötzlich voll Corona-skeptisch wäre? Von einem Tag auf den anderen würde sagen, ich habe mich geirrt. Der Wodak, Könlein, all die Leute haben recht gehabt. Es ist ein fucking Flu, oder wenigstens like a fucking Flu. Der wird gerade kaputt gemacht, haben wir den Streeck gesehen. Der Streeck hat auf eine extrem intelligente Art kommuniziert, dass er grosse Zweifel hat, dass die Massnahmen richtig sind. Entschuldigung, mein Mikrofon. Und was ist passiert? Er war nahe am Canceling gewesen. Also ist fast gecancelt worden. Ist am nächsten Tag im Heute-Journal hat der Klaus fucking Kleber nicht etwa den Herrn Streeck befragt zu dieser bahnbrechenden Studie von Heinsberg, sondern er hat den Drosten gefragt, unseren System-Virolog. Weil der Drosten konnte ganz durch die Blume ganz negative Sachen sagen über den Streeck. Und nachdem ich, soweit ich weiss, gibt es da eigentlich nicht Zweifel, dass es eine sehr gute Studie war. Ja, und darum, wir wissen nichts. Und jetzt kann man sagen, ja, wir Corona-Skeptiker wissen auch nichts. Und das ist nicht ganz richtig. Weil etwas wissen wir. Wir haben Zahlen. Wir haben Zahlen von der Übersterblichkeit, das wichtigste Index. Wobei, dort muss man nur sagen, dass man im Zweifel zugunsten von uns auslegen muss. Also selbst wenn es dort gewisse Orte gibt, wo eine Übersterblichkeit herrscht, wissen wir nicht, ob es wegen Corona ist oder wegen diesen verfickten Massnahmen. Der Ding hat das zeigen können, der Schiffmann ist in der Sendung. Schaut das an, hochgerecht auf Deutschland, allein schon Selbstmord. Unglaublich viel mehr als im Jahr voran. Und das ist nur Selbstmord. Jetzt haben all die Herzinfarkte, all die Hirnschläge, all die unbehandelten Sachen, wo die Leute nicht mehr ins Spital gegangen sind aus Angst, oder wie man sie ins Spital lassen hat. All die Operationen, die in den Spitälern durchgeführt werden und so weiter. Unglaublich viel, oder? Da ist zumindest ein gewisser Prozentsatz von der Übersterblichkeit geht klar zu Lasten von der Massnahmen. Das bestreiten nicht immer die, die Massnahmen befürwortet. Man wüsste einfach nicht, ist es 1%, ist es 50%. Und anscheinend, der Bhakti, ich habe das noch nicht gesehen, im Video Nummer 6 oder so, sagt er anscheinend, in England kann man aufschlüsseln, dass die gesamte Übersterblichkeit von England auf die Massnahmen zurückzuführen sind. Ist ein 70-minütiges Interview, ich muss noch schauen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. So. Und darum, ihr lieben kritischen Geister, wir müssen anerkennen, wir wissen weniger, als man meint, wir wissen. Und, was folgt im Umkehrschluss, wenn wir nach 6 Monaten,
Zombie-Apokalypse, darüber streitet, ob eine Zombie-Apokalypse stattfindet, können wir guten Mutes sein, dass keine Zombie-Apokalypse stattfindet. Eine andere Rechnung. Nehmen wir jetzt mal an, den Shutdown, kann man sagen, der hat uns alle etwa vier Monate, das ist noch konservativ geschätzt, 4 Monate Lebenszeit gekostet, wo wir nicht produktiv sein können, wo wir nicht daten, nicht können verloben, verheiraten, wo wir nicht ein Geschäft aufbauen können, nicht die Menschheit weiterbringen können. Und das ist jetzt mal konservativ geschätzt. Jetzt haben wir also 8 Milliarden Leute, ein bisschen mehr sind es eigentlich, und uns hat man ein Dritteljahr geraubt. Das heisst, ist klar, das ist zumal so eine Handgelenk mal Pi-Rechnung, aber nur mal zum Gegenüberstellen. Wir haben irgendwie um die 2,666 Milliarden Mannjahre verloren. Währenddem die Leute, die mit Corona sterben, statistisch gesehen, dann sterben, wenn das Ende für ihrem Leben eh da war. Das heisst, demgegenüber steht eigentlich 0 Menschenjahr. Wir können auch grosszügig sein und sagen, 1 Menschenjahr, was auch immer. Aber es ist eigentlich 0. Weil es gibt bis heute keine statistische Evidenz, dass eine Corona-Infektion die Lebenszeit verkürzt. Weil nämlich sonst schon Grippe gewütet hat, jedes Jahr wieder. Und man sieht nicht, dass die Corona-Epidemie, die angebliche, mehr Schaden anrichtet als normale Grippewellen. Also haben wir 2,666, ich hoffe, das richtig gerechnet, Mannjahre, Fraujahre, Menschenjahre, die wir verloren haben. Und jetzt können wir das abrechnen. Ein Mensch hat im Schnitt, sage ich mal, 80. Das ist konservativ gerechnet, weil ich denke, das ist optimistisch gerechnet, in vielen Ländern werden es nicht 80. Aber sagen wir jetzt einfach mal, es werden 80. Dann haben wir 2,6666 Milliarden. 80 Jahre, das wird etwas peinlich für mich, das gibt irgendetwas so um die, was gibt es, etwa 33 Milliarden oder so, 35 Milliarden, 30 Milliarden, irgendwo um das herum, sagen wir 33 Millionen Menschenjahr. Also man kann sagen, man hat uns die Lebenszeit, man hat 33 Millionen Menschenleben ausradiert. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die Lebenszeit in diesen 4 Monaten null wert war. Das ist natürlich falsch. Unsere Lebensqualität war nicht null. Aber ich würde sagen, sogar wir in den westlichen Ländern, die es gut haben, wir können sagen, wir haben wahrscheinlich lieber, als ich zumindest kann sagen, ich habe lieber 2 Monate Freiheit als 4 Monate Shutdown. Oder Folgen von Shutdown. Oder eben die, in einem Shutdown ist es viel länger gegangen, als man sagt, weil die fucking hohen Lockerungen, solange es Lockerungen gibt, sind wir noch im Shutdown. Jetzt können wir das abrechnen. Sagen wir, okay, es ist 50% wert, Lebenszeit. Dann haben wir jetzt statt, was haben wir gesagt, 33 Millionen, haben wir 16 Millionen Leute Lebensjahr einfach vergeudet, verschuttet, verdoppelt. 16 Millionen. Wie viele Tote haben wir jetzt so Corona? 500.000. Wie viel hätten wir ohne Massnahmen? Wahrscheinlich 500.000. Vielleicht ein bisschen mehr. Aber dafür wird man für ein Folgearmee gestorben. Wie wer meint, man kann eine Grippe aufhalten, der meint auch, dass... Ah, das ist so flach. Ein Zitronenfalter Zitronen faltet. Das ist leider jetzt nicht kreativer in den Sinn gekommen, aber ich habe vielleicht Beispiele, und ihr könnt in die Kommentare hineinschreiben, noch kreativer sind. Und hier, da, schaut da. Ah, das ist eine Securitas, ja. Da ist die Wiese da, schau dir mal. Die Wiese ist leer. Mir hat gerade jemand noch gesagt, ein Fucker, der meine Sendung schaut, hat mir auch noch gesagt, es sei Gletscher da gewesen, dass die Wiese sei immer voll gewesen. Jetzt ist sie fast leer. Jetzt kann man natürlich gegenrechnen und sagen, yeah, die Feiglinge bleiben zuhause. Und der Rest für uns hat Spass, hat freie Wiesen, hat mehr Platz. Aber so ist es nicht. Weil hier oben, muss ich zeigen, Luftlinie, hier oben, irgendwo, ist Body. Und die Party hat beschränkten Zugang. Und was ist jetzt passiert? Ein Bekannter von mir ist Busfahrer oder im Bus durchgefahren. Er hat gesagt, es hat sich einfach draussen dicht gedrängt. Es haben sich die Leute gestaut, die gerne nicht baden gehen wollen.
Und schon in der Party, schön im Abstand auf der Wiese liegen, wo man zwingendermaßen 2 Meter hat, wer hockt schon gerne näher als 2 Meter zu Fremden an, sind die Leute dicht und dicht in der Schlange gestanden, um in die Uhren Party rein können. Es ist so ein verfickter Irrsinn. Verfickter Irrsinn von euch, von 7 verfickten Zipfelkappen. Die Leute regen sich über meine Sprache auf. Es ist so lustig, dass man sich über meine Sprache aufregen kann, statt über den absoluten Skandal, der abläuft. Am Samstag ist die Demo in Bern, angeblich legal, hat man mir gesagt. Ich bin leider noch nicht sicher, ob ich wirklich gegangen bin. Es schießt mich so an. Ich habe die Demonstrationen sowas von gesehen. Aber ich kann mir vorstellen, am Samstag wird es richtig gross. Und ich hoffe, es wird richtig gross. Dass wir behaupten, dass wir nach dem Beweis, dass die Bewegung lebt. Aber ich am Samstagabend noch zu einem Geburtstag eingeladen bin. Und zwar nicht richtig Bern, sondern genau in die andere Richtung, Bodensee, Richtung Grimtal. Hätte ich so einen wahnsinnig strengen Tag. Und irgendwie mache ich ja Stricker TV sicher zur Aufklärung. Aber ich mache Stricker TV auch ein bisschen zum Vergnügen. Und ich bin nicht ganz sicher, ob ich das mir antun soll. Wer jetzt das zoomen mit dem? Geht das? Nein. Wo schaut das an? Ich kann zoomen. Das ist schon eine geile App. Gut. Jetzt zeige ich aber lieber die Wiese zum Zoomen. Schau, ob das geht. Schau das an. Wahnsinn. He? An einem verfickten Handy. Ist schon unglaublich, was heute möglich ist, oder? Und jetzt müssen wir schauen da, dass ich den Faden nicht verliere. Genau. Genau. Wo sind wir? Wir haben gerade den Faden verloren. Ja, wie auch immer. Es ist 16 Minuten, 50 Sekunden. Ich glaube, der Livestream ist genug lang. Eben am nächsten Dienstag bei mir. Ich habe schon relativ viele Anmeldungen. Also viel mehr wir nicht kommen. Ich sage nur noch etwas ganz Wichtiges. Meldet euch nochmal, bevor es losgeht. Weil ich mache es natürlich nicht bei schlechtem Wetter. Ich habe ja, auf meine 120 Quadratmeter Wohnung oder Hausteil würde ich nicht 20 Leute empfangen. Das wird nicht lustig. Ich habe nicht genug Stühle und Tische in der Wohnung rein. Es müsste also schön Wetter sein für den Garten. Ja, dann hebt euch Sorge. Hebt euren Kätzchen-Sorge, euren Hund-Sorge. Streichelt eure Kätzchen. Oder wie die Engländer sagen, eure Pussis. Und denkt daran, Corona ist vor allem ein Bier. Ciao miteinander.